Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bzw. Stream der Eastside Hockey Manager. Folge Nummer 8, die Saison 2017 läuft. Und was geht ab? Wir haben die ersten beiden Saisonspiele bestritten. Das erste Spiel gegen die St. Louis Blues mit 4-1 in St. Louis gewonnen. Recht gut gespielt. Das zweite Spiel dann zu Hause auch gegen St. Louis mit 2-3 verloren. In Overtime aber. Das heißt, wir sind hier unten das Standing, wir sind Zweiter in unserer Tabelle, in der Liga mit 3 Punkten. Wir könnten hier noch, was könnten wir denn hier machen? Das heißt, Team. Skater Starts. Ja, da könnten wir uns eigentlich mal die Points. Hier sehen wir unsere Points, die News brauchen wir ja auch nicht. Das Rating ist auch wichtig. Ja, das schaut doch schon und das brauchen wir eigentlich auch nicht. Player Focus. Gut, okay, so lassen wir es. Also, Duncan Keith, unser bester Spieler bisher, Notenschnitt 8,50. Bei den Points, Turfs, Saad, Delpy, Kellein, also einige schon mit 2 Punkten. Schauen wir uns mal den Rooster an, da sehen wir also schlechteste Bilanz bisher für unseren Captain. Er hat zwar 2 Tore schon geschossen, hat aber nur einen Notenschnitt von 6,50. Und auch Patrick Sharp, Cody Franzson, 6,50. Wir haben ja Graham Nott draußen. Bitte eigentlich. Ja, den haben wir draußen. Der hat aber noch nicht gespielt. In unserer vierten Reihe. Beziehungsweise wir haben noch Mikael Rosival, unseren Verteidiger, unseren Veteranen. Ja, die wir aber beide auch mal einsetzen werden. Also Rosival wird auf jeden Fall mal spielen. Aber jetzt nach 2 Spielen schon wechseln, das ist mir noch zu früh. Weiter geht's jetzt erstmal gegen die Winnipeg Jets. So, so machen. Winnipeg. So, da haben wir es. Preview sehen wir also. Topstar bei Winnipeg ist Blake Wheeler. Offensive ist gleich stark, Defensive sind wir doch um einiges stärker. 5 Sterne haben wir da. Sehen uns da eigentlich nicht so stark. Naja. Auch beim Tor 5. Skating sind sie besser. Gleich Shot Scoring sind sie besser. Leadership sind wir besser. Faceoffs ausgeglichen. Powerplay. Ja, das Powerplay war unser großes Manko. Die haben erst einmal gespielt und haben das Ganze gewonnen. 4-2 Tore. Unser Powerplay, wo ist unser Powerplay? Powerplay, da haben wir es. 12,5%. Das heißt, wir haben 16 Möglichkeiten gehabt und haben 2 Tore gemacht. Dafür waren wir nur zweimal in Unterzahl. Das haben wir gut gemacht. Player Starts sehen wir auch hier. Das sind dann unsere Enforcer, Lance Boomer und Dustin Bufuglien. Der hat doch auch mal in Chicago gespielt, oder? Wechsel ich das jetzt? Ja, Blackhawks, genau. 2005, 2006 hat seine Karriere in Chicago begonnen sogar. Auch schon 32 mittlerweile. So, wir in Weiß. Die Winnipeg Jets in Blau. Und Tor. Da ist es auch gleich. Wheeler mit dem Treffer. Sein erstes Tor der Saison. Und erneut Winnipeg im Angriff.
Powerplay hier. Da ist 2 zu 0 wieder Wieler. Auf die Boxscore. Nikolai Elastene. Wieler mit 2 Treffern also. Wahrscheinlich noch die Strafzeiten. Boomer, Crosschecking und auch Seabrook 2 Minuten Hooking, also halten. Schüsse für Winnipeg. Was ist da bitte los? So geht das nicht, Freunde. Im zweiten Drittel keine Torchancen oder beziehungsweise keine Tore. Nur noch 7 Schüsse für Winnipeg. Sind wir also besser. Trotzdem. Oh, Game View wollen wir ja. Jetzt wieder die Chance. Und Tor. Delpy. Unser Center. Der mühsame Anschlusstreffer. Die letzten 2 Spielminuten. Jetzt der Aufbau, das ist Schmalz. Ach. 1 Minute noch. Bringen den Torwart nicht runter. Sekunden. Final Buzzer. Ja, nix war's. Gegen die Jets verloren. Mit 1 zu 2. Damit ist unser Saisonstart jetzt doch nicht so geglückt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Was können wir machen? Müssen wir schon was machen? Lassen wir es erstmal so laufen. Ich meine, 3 Spiele sind natürlich noch wenig. Denke ich, dass es noch nicht notwendig ist, was zu tun. So, die anderen Ergebnisse. Die Bruins besiegen Ottawa 4-2, also Boston Ottawa 4-2. Machen wir von links nach rechts. Tampa schlägt Carolina auch 4-2. Die Islanders verlieren gegen die Detroit Red Wings 3-5. Detroit damit Zweiter. Die Montreal Canadiens besiegen die Toronto Maple Leafs 4-3. Die New Jersey Devils besiegen Washington 4-1. Die Blackhawks eben wie gesagt 1-2 gegen Winnipeg. Winnipeg jetzt 2. Wir sind 5. Columbus verliert gegen Nashville 1-2. Anaheim Ducks 3 Siege jetzt zum Start. 6-2 gegen Phoenix, also sehr souverän aufgetreten. Vegas Golden Knights besiegen die Calgary Flames 6-3. Die Vegas hat noch 2017 noch gar nicht gespielt. 17, 18, 18. Doch, könnte sein. Vancouver schlägt Edmonton 3-0. Die Dallas Stars unterliegen den LA Kings 4-5. Und Minnesota besiegt San Jose 4-3. Immer wieder speichern. Wir müssen als nächstes gegen Columbus antreten. Die Blue Jackets. Das Spiel gibt es jetzt noch. Wir versuchen pro Save
oder pro Let's Play so 2 bis 3 Spiele zu absolvieren. Können wir mal schauen, der Alpi 2 Tore. Kies. Zwei Nachrichten gibt es. Michael Jamba und Wavers. Hilft uns der was? Hilft uns ja nichts. Arizona hat auch einen Reach Cap von 75 Millionen Dollar. Liegen gerade bei 52. Das ist super. Wann spielen wir denn gegen Columbus? Am 8. Also jetzt hat der 5. mal 3 Tage Pause. Aber natürlich gibt es in der NHL Spiele. Was ist denn unser Topspiel? 14, 8, 15, 1. 14, 7, 6, 11. Eher das hier, Toronto gegen die Jets. Ah ja, Winnipeg wieder. Und auch die Anaheim Ducks gegen die Phoenix Coyotes. Das wird auch spannend. Die Ducks weiterhin so durchmarschieren. Lang dauert es schon, das Simulieren. Ich habe alle Ligen aktiviert, die im Spiel zur Verfügung stehen. Eigentlich sollte mein Rechner das locker wegstecken können. Aber will er wohl nicht. Trinken wir halt so lang Kaffee. Da haben wir die Ergebnisse. Toronto 3 zu 2 gegen Winnipeg. Wow. Toronto jetzt Erster, Winnipeg Zweiter. Allerdings in der unterschiedlichen Konferenz. St. Louis verliert 2 zu 5 gegen Pittsburgh. Calgary 2 zu 5 gegen die Edmonton Oilers. Philadelphia Flyers schlagen die San Jose Sharks 3-0. Und die Anaheim Ducks verlieren auch 5 zu 2 gegen Phoenix. Hat ja auch keiner auf dem Schirm. Unsere nächsten Gegner hier unten sehen wir es ja: Columbus, die Maple Leafs, also Toronto und dann die Montreal Canadiens, Minnesota Wild und Nashville. Wieder zwei Nachrichten. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt wäre. Wenn wir jetzt einen Spieler ziehen, würde ja unser Cap, unser Salary Cap wieder drüber sein. Dann müssten wir ihn wahrscheinlich wieder ausgleichen. Übrigens, Knott oder Not, Graham Not hat sein erstes Spiel bestritten. Note 7,0. Dafür spielt unser Captain Jonathan Toews katastrophal. Nur eine Note 4 im letzten Spiel. Das ist natürlich nichts. Überragend Corey Crawford. Er wird jetzt 5 Spiele, also nach jedes 5. Spiel, also quasi jedes 6. Spiel dann, wird der Torhüter ausgetauscht. Das heißt, dann spielt Forsberg. Ja, man sieht schon, es sind schon einige da unten schlechter. 6,67, 6,67. Zwei Verteidiger, auch Forsling und Fransson. White Defense. Und jetzt doch mal, jetzt machen wir jetzt mal. Lass es mal Rosival spielen. Und Crawford bleibt drinnen, genau. Lassen wir mal Rosival spielen. Cody Franzson kommt jetzt mal eine Pause. Der 30-Jährige.
Hat ja letztes Jahr 68 Mal so Buffalo gespielt. Ja, war ich auch nie so richtig der Stamm. Hat auch damals Toronto 79 im Jahr 2013. Fünf Tore und 15 Assists, 20 Penalty Minutes. 130 NHL-Spiele. Ja, dann nehmen wir ihn jetzt mal raus und lassen mal Rosi mal spielen. Bin gespannt. So, die nächsten Spiele stehen an. Nashville gegen Boston. Montreal gegen Buffalo. Colorado gegen New York. Minnesota gegen Detroit, Washington gegen Ottawa, Philadelphia gegen LA. Wie immer auch hier der Hinweis auf meine anderen Let's Plays. Im Moment sehr sportlastig. Neben dem Eastside Hockey Manager gibt es ja den Football Manager 2019 mit dem FC Augsburg. Den Football Manager Touch seit vorgestern mit dem MSV Duisburg im Moment gerade. Und ja, was spiele ich noch? Den Half-Life, genau, mal was anderes. Half-Life 2. Und der Meistertrainer 01 und 2 natürlich. Alles auf meinem Kanal zu finden. Ist denn hier das Top-Spiel? Das eigentlich der 6. gegen 7. Nashville gegen Boston fast. Was plane ich in der Zukunft? Ja, irgendwie möchte ich diese Sportspiele natürlich weitermachen, das ist einfach das, was mir am meisten Spaß macht. Und wenn Half-Life beendet ist, muss ich mal sehen, was ich daran mache. Ihr schickt mal so irgendwas anderes, so eine Aufbaustrategie, vielleicht Tropico oder sowas, allerdings nicht den Sechser, sondern den Dreier, den habe ich glaube ich. Und ein Team würde mich auch noch interessieren, das habe ich mal angefangen, war aber eigentlich scheiße, muss ich ehrlich sagen, hat mir gar nicht gefallen. Dauern mir auch die einzelnen Teile zu lang. Natürlich würde ich gerne wissen, wie es ausgeht. Aber jetzt heißt es erstmal Half-Life zu Ende zocken. Lange werden wir da noch brauchen? Ich schon noch ein paar Wochen. So, die Ergebnisse. Boston schlägt Nashville 4-3. Buffalo besiegt Montreal 2-1. New York besiegt Colorado 3-1. Die Minnesota Wild besiegen die Red Wings 6-3. Ottawa besiegt Washington 3-2. Und die Flyers besiegen die Kings 5-3. Ich hätte wieder. Noch 2 Tage zu unserem nächsten Spiel. Das zieht sich hin. Muss ich wieder irgendeinen Käse erzählen die ganze Zeit? Eine Nachricht. Oh, Marian Hossa hat seine Karriere beendet. Ja, gut, das war zu erwarten. Er war ja verletzt, hätte mindestens noch ein Jahr aussetzen müssen. Das gibt bei uns aber was von Geld frei, oder? Ich kriege anscheinend seine Kohle weiter. Die nächsten Spiele: Montreal, Pittsburgh und Boston in St. Louis. Marian Hossa, ja, ein ganz erfahrener Spieler, wichtiger Spieler für die Hawks gewesen. Bei den Stanley Cup-Erfolgen vor 3, 4, 5 Jahren. Dann hat er sich schwer verletzt oder beziehungsweise immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Jetzt ist seine Karriere beendet.
Pittsburgh besiegt Montreal 4-1 und Boston besiegt die Blues 5-4. Wir können jetzt mal auf das Standing schauen, das ist vielleicht ganz interessant. Die Western Conference, da sind wir im Moment Sechster, haben 3 Punkte. Vorne die Anaheim Ducks mit 6 Punkten, vor Winnipeg 5. Und dann ein ganzer Schwung mit 4. Vancouver, Los Angeles, Minnesota, Edmonton. Genau. Schwacher Start bisher. Dallas, 2 Spiele, 2 Niederlagen. Colorado, 2 Spiele, 2 Niederlagen. Und Calgary sogar 3 Spiele, 3 Niederlagen. Die Eastern Conference, hier ist Boston vorne mit 7 Punkten. Vor den Rangers und den Penguins mit 6, Toronto 5, Lightning 4, Flyers 4, Red Wings 4, Sabres 4 und ganz am Ende die New York Islanders mit 0 Punkte. Ja, was gibt es zu sagen? Unser nächster Gegner, die Columbus Blue Jackets, die mag ich eigentlich, weil ich beim NHL 19er an der Playstation, das zocke ich auch, da eine Karriere angefangen habe, also als Spieler, habe ein Spieler erstellt, wurde von Columbus gedraftet, habe mich dann über die Vorbereitung in die erste Verteidigung gespielt und auch die ersten Saisonspiele so bestritten. Das ist allerdings jetzt auch schon wieder 6 Wochen her. Seitdem nicht mehr gezockt. Wahrscheinlich schon die Steuerung vergessen. Irgendwann werde ich mal so eine Capture-Karte mir besorgen und vielleicht auch mal mit der PlayStation was aufzeichnen. Mal sehen. Ansonsten, Columbus, ja. Nicht so das Team, die gibt es auch noch nicht so lange, oder? Da. Wie lange gibt es die schon? Seit 97. Doch schon. 22 Jahre, okay. Ah, haben aber 2000, 2001 den Spielbetrieb aufgenommen. 2009 gelang erstmal die Qualifikation für die Playoffs. Und haben bis heute keine Playoff-Serie für sich entscheiden können. Seit der Gründung der Franchise gelang es 3 Spielern, einen der individuellen Awards zu gewinnen. Schaffte es 3 Spieler ins Rookie-Team und einer ins All-Star-Team. Rick Nash. Okay, jetzt machen wir hier erstmal weiter. Ah, Columbus, da sind sie. 4-0 Sieg. Gegen New York Islanders, wobei die ganz schwach sind. Tampa schlägt Florida 4-0. Dallas die Golden Knights 6-2. Erster Sieg für Dallas. Und Phoenix gegen Buffalo 2-1. Golden Knights Brandon Peary. Sein 100. Punkt. Spielt er auch mal in Chicago. Ah, seine Karriere da sogar begonnen. 2010, 2011 ein Spiel. 11, 12, 5, 12, 13, 1. Und dann nochmal 28, 2013, 14. So, jetzt geht es dann endlich weiter. Bester Spieler in der Karriere der oder bester Spieler in der Franchise mit den meisten Spielen, so muss ich sagen, Rick Nash 674, ehemaliger Eishockeyspieler, spielt nicht mehr. Meist die aufeinanderfolgende Spiele Archie Amberger, meiste Tore Rick Nash, meiste Vorlagen Rick Nash, meiste Punkte Rick Nash,
Meiste Strafminuten Jared Ball. Auch der spielt nicht mehr. Alle 2018 aufgehört. Also haben ihn echt aufgehört. Wahrscheinlich wird er hier im Spiel noch drin sein. Player of the Week. LA Kings Tanner Pearson. Best Offensive Player. Auch hier Pearson. Bester Defensive Player Dallas Stars Klingberg. Okay. Marian Hossa. Genau, nach einer. Ja, aufgrund seiner Verletzung. Wäre auch. Oh, jetzt hat hier. Wir erhalten 5,25 Millionen. Und er wird in die Hall of Fame aufgenommen. Sehe ich das richtig? Ja, wir haben drei Spieler jetzt in unserer Hall of Fame. Todd Bertuzzi. Jerome Iginla. Und Marian Hossa. Rasmus Dahlin gilt als einer der am höchsten eingestuften Spieler. Jetzt mal auf meine Finanzen schauen. Ja, damit genau. Jetzt haben wir eigentlich wieder Möglichkeiten. Wen? Ich suche jetzt eigentlich die. Trade Center. Fühlt's nicht. Wollte gerade schon make a trade. Aha. Ein Deutscher wäre ganz gut. Finden wir Holzer, den haben sie doch abgeschoben, oder? Holzer. Corbinian Holzer, Anaheim Ducks. Mit dem Farmteam. Nicht, das ist mir zu blöde. Free Agents. Da jetzt. So. Wir sind alle. Contract Starts, Rights, Notes. NHL Free Agents. Schauen wir mal, was wir da haben. Rechnet das Maschinchen? Wo sind denn meine Scouts? Geht ja gar nicht. Team. Nein. Sein Scout. Leech.
Lord Donnelly. Der Gegner. Nein, weil denn? Alter Schwede, was drückt er denn? Auf Outing. Don Lever. Splits. Den schicken wir nach Deutschland. Osteuropa. Karel Pavlik. Wo geht der Pavlik hin? American. Zahlen. Skandinavien. Peter Sundström. Südeuropa. Südeuropa, also okay. Ja. Also Europa, ja doch, Quatsch. Was rede ich denn da? Marcel Gottsch, könnte der was verreißen? Schon. So, den lassen wir jetzt mal Ehrhof. Den schauen wir uns auch mal an. Die ganzen, die eine sehr gute Reputation haben. Wenn wir jetzt schon ein bisschen mehr Spielraum im Cup haben. Das will ich ja gar nicht. Kabinian Holzer, ja, interessant wäre schon, aber zu spät. Jetzt also das Preview nochmal. Bobrovski, der Star bei Columbus. Teamstars. Drei Spiele. Ja, war. Zwei Siege in der Niederlage. Also die größten Pfeifen sind es jetzt auch nicht. Ja, wir lassen jetzt Cody Franzson draußen. Dafür darf Rose Wein mal anfangen. Hier in Rot. Tor, Forsling. 1 zu 0. Unser Verteidiger, Forsling. Und das 2-0, Patrick Kane. Das erste Tor von ihm in der Saison. 2-0, also jetzt. Und noch eine Minute zu spielen. Im ersten Drittel.
Und der Anschluss. Wenberg. 2 zu 1 noch. Jetzt auf die Boxscore. Hier sehen wir also die Tore vor Slingshot, Vorfight, Schmalz und Delpy. Und dann unser erster Block: Kane, Töfs und Saad. Strafminuten gab es auch ein paar. Rosi Wallbleich. Und 2 zu 2. Ja. So leicht verspielt man eine Führung. So leicht verspielt man die dumme Führung hier. Oh. 3 zu 2, da drehen die das Spiel. Letzten beiden Spielminuten. Boah. Ich krieg die Krise. Fast wie im realen Leben. Die Hawks verkacken es. 56 Sekunden noch. Nochmal Bulli, 51 Sekunden. Oh, 24 noch. Crawford hält die Scheibe fest. 16 Sekunden. Und das war's. Wir verlieren auch dieses Spiel. Nach einer 2 zu 0 Führung verlieren wir 3 zu 2 und schon langsam ist der Start schon sehr, sehr in die Hosen gegangen. Müssen wir wohl an unserer Strategie arbeiten. Ich möchte noch kurz die Tabelle ansehen. Dann diesen Teil beenden. Na, sage mal. War eigentlich knapp. Trotzdem sollte man eine 2-0 Führung nicht aus der Hand geben. So, die anderen Ergebnisse. New Jersey besiegt. Nein, wo muss man? Minnesota. Nein, Carolina, Minnesota 3-2, Florida, Tampa 4-2, die Devils gegen Colorado 4-2,
Ottawa gegen Detroit 2 zu 3. Pittsburgh gegen Nashville 6 zu 2. Toronto gegen New York Rangers 3 zu 2. Die Blues, also St. Louis gegen Dallas 5 zu 2. Chicago verliert 2 zu 3 gegen Columbus. Ist jetzt 9. Phoenix schlägt Vegas 4 zu 2. Anaheim schlägt Philadelphia 2 zu 1. Calgary verliert auch das vierte Spiel gegen Winnipeg mit 3 zu 5. Vancouver besiegt Edmonton 3 zu 2. Wir müssen als nächstes gegen Toronto und dann gegen Montreal antreten. Kurz noch ein Blick auf den Rooster. Tös, ja. Das hat ein bisschen besser gespielt, aber immer noch 5,75. Bäumler-Rosival mit einer 7. Das heißt, er hat stabiler gespielt als Franzson. Ja, warten wir mal auf unsere Scout-Berichte. Ich werde jetzt diesen Teil beenden. Bedanke mich für euer Interesse. Passt auf euch auf, bleibt eurer Linie treu. Bis bald. Ciao.